Als Aperitif im Elsass trinkt man ganz klassisch zwei Varianten. Als stille Weinen trinkt man entweder einen Gewürztraminer oder ein Muska. Muska ist ein Weißwein, der im Elsass trocken ausgebaut wird, der etwas blumiger ist, etwas fruchtiger. Man sagt immer, der Muska ist ein Weißwein, wo man reinbeißt, der riecht und schmeckt so, wie wenn man in eine reife Traube reinbeißt. Das riecht man schon in der Nase, wie gesagt, blumig und fruchtig. Aber dann im Mund ist er schön knackig, frisch, meistens wenig Säure, aber trocken und keine Restsüße. Wie unseren Gewürztraminer, der sich natürlich ganz anders präsentiert. Er präsentiert sich körperreicher. Wir haben eher Aromen von Gewürzen, wie der Name es erzählt, von Muskatnuss, Nelken, Zimt, manchmal auch Vanille. Das ist alles so eine schöne Mischung von Gewürzen. Und die Nase riecht man natürlich diese schönen Gewürzen, sagt aber auch, das ist jetzt schwerer. Und in den meisten Fällen im Elsass wird ein Gewürztraminer immer mit ein bisschen Restsüße ausgebaut. Es ist kein süßer Weißwein, aber schon körperreicher mit ein bisschen Restsüße. Auch sehr schön nachmittags zu trinken, gerade in der Weihnachtszeit mit den Bredele, mit Schwovebredele oder Spitzbürwe oder eine Scheibe Kugloff. Aber ganz klassisch auch als Aperitif im Elsass zu trinken, auch passt sehr schön zu Käse und natürlich auch zu Foie Gras. Die zweite Alternative im Elsass ist ein Crémant zu trinken. Was ist eigentlich ein Crémant? Crémant wird gemacht wie ein Champagner, aber der kommt nicht aus der Region Champagne, deswegen darf er sich nicht so nennen. Aber da er sich genauso gemacht wird, ist Crémant eine Qualitätsbezeichnis in Frankreich. Und es gibt ein paar Regionen, wo man Crémant anbauen kann. Die bekannteste Region und die größte Region, wo Crémant angebaut wird, ist das Elsass. Sehr dicht gefolgt von der Loire, aber auch in kleinere Mengen in Burgund, in Jura, etwas auch in Bordeaux und in Limoux. Bei dem Crémant haben wir auch verschiedene Sorten. Wir haben hier ein Extra Brut von Monsieur Gilles, der sehr nah an einem Champagner kommt. Extra Brut bedeutet, dass er mit 0 Gramm Restzucker ausgebaut ist. Das heißt, er ist richtig trocken. Daneben ein Nachbarn von Monsieur Gilles, das ist Monsieur Rietsch mit ein sehr schönes Etikett. Der macht ganz andere Weine, da sind Vin Nature. Naturweinen haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das sind Weinen, die nicht geschwefelt werden. Und in der klassischen Crémant-Produktion macht man ja sonst nochmal die Likör rein, um jetzt ein Brut oder einen etwas süßeren Crémant zu machen. In den beiden Fällen wird es nur mit Wein nochmal aufgefüllt, weil wir wollen ja keinen Zucker haben oder Restzucker haben in dem Crémant und somit kriegt man ein extra Brut. In Frankreich ist ein Aperitif immer fast ein Muss. Wenn man sich trifft, Leute einlädt, beginnt man immer mit einem Aperitif. Man kommt, man begrüßt sich, man erzählt, man macht ein bisschen Smalltalk erstmal und dazu, egal ob man einen stillen Wein trinkt, vielleicht ein bisschen Käse dazu oder auch nicht, oder lieber was Prickelndes mag, ein Crémant mit ein bisschen Lachs, natürlich isst man immer ein bisschen was dazu. Und sehr oft in Frankreich kann diesen Aperitif ausatmen, das heißt, er kann locker eine halbe Stunde, das wäre sehr kurz, aber ruhig mal auch eine Stunde, anderthalb oder zwei Stunden dauern, was für die Deutschen manchmal ein bisschen sehr lange ist. Diesen Brauch vom Aperitif ist in Frankreich sehr gesetzt und den finden Sie überall und ich finde auch sehr schön. Viel Spaß dabei!
Und wenn Sie uns mal live erleben möchten, besuchen Sie uns mal bei einem Kochkurs. Termine finden Sie auf unserer Webseite. Vielen Dank. Tschüss.